Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jörg, euer Fotofuzzi. Ja, ich habe gerade kurz Pause, sitze hier bei einem Kunden unterm Sonnenschirm. Es ist tatsächlich heute noch mal kurz sonnig. Ich bin hier zu einem Videodreh und Fototermine wahrnehmen, habe heute die Gastronomie eines Freizeitparks Behind-the-Scenes-Aufnahmen gemacht. Super spannend, aber darum soll es in dem Video nicht gehen. Erzähle ich ein andermal was drüber. Ich hatte eine Herausforderung, dass ich für meine Nikon ZF, die ich mir hauptsächlich zum Fotografieren, aber auch zum Filmen gekauft habe, aufgrund des Klapp- und Schwenkdisplays, was mir an meiner Z6 und an meiner Z7 abgehen, was mir dort fehlt, gerade für Hochkantaufnahmen, die Situation hatte, wie bringe ich die Kamera aufs Stativ für Hochkantaufnahmen, auch zum Schwenken, auf meine Videostativ oder auf mein Einbeinstativ. Bisher habe ich immer mit L-Winkeln gearbeitet, also hier AK, da AK, so dass ich die einfach aufgemacht habe, habe sie neu reingesetzt, passt. L-Winkel funktionieren aber mit diesem Klapp- und Schwenkdisplay nicht mehr, beziehungsweise müssen dann eine Aussparung haben, dass das Display so da reinklappen kann. Ist aber irgendwie alles Kacke. Mir tausend Sachen angeguckt, von Rollleine, Wechselplatte, die man klappen kann. Dann steht aber das Stativ so neben dem Drehpunkt. Das ist irgendwie alles Rotze. Und bin dann beim Googlen aufmerksam geworden auf die Lösung, die ihr jetzt hier seht, von Small Rig. Das ist eine raffinierte Geschichte. Ist jetzt nicht super handlich, wie ihr seht, unter der Kamera. An der Kamera selbst wird eine AK-Wechselplatte montiert. Und unter der AK-Wechselplatte wird dann dieses Konstrukt hier festgeschraubt. Das hier ist das, was aufs Stativ kommt. Das hält das Stativ. Und dann kann ich, wenn ich es aufmache, hier unten den Hebel hier unten öffne, dann kann ich das Ganze im Stativ drehen oder auf dem Stativ drehen, so dass ich eben hier in mein Schwenkdisplay gucken kann und hier auf dem Stativ befestigt bin und das Ganze auch wieder retoure. Die Drehung findet über diesen Ring hier statt. Das heißt, das Objektiv kann ich immer noch abmachen und zwar durch den Ring hier. Seht ihr das? Hier ist ein Ring davor. Und in dem läuft das Ganze und das Objektiv geht durch. Ich habe jetzt hier mein 24-120, mit dem ich sehr, sehr gerne filme. Es passt aber auch das 14-30, mit dem ich beim Filmen arbeite. Es passt auch das 50-1.8, das 85-1.8. Also die ganzen 1.8er S-Objektive von Nikon passen auch rein. Damit habe ich die volle Funktion des Klapp-Schwenk-Displays nach wie vor erhalten, habe aber den Vorteil, dass ich eben mal ganz smooth ins Hochkant wechseln kann und gar nichts mehr am Stativ öffnen oder drehen muss. Auch die Perspektive, da ich quasi ums Objektiv drumherum drehe. Der Mittelpunkt des Objektivs, der Fokuspunkt in Anführungszeichen, wenn er in der Mitte ist, bleibt genau auf derselben Stelle. Also eine sensationelle Lösung kostet, ich überlege gerade, deswegen habe ich gestottert oder gehakt, ich glaube 60 oder 70 Euro. Ist nicht ganz günstig. Aber für diejenigen, die ein Klapp-Schwenk-Display haben und Hochkant-Videos vom Stativ drehen wollen, ich gehe davon aus, ich bin nicht der Einzige, der dieses Problem hat, eine sinnvolle Lösung und ist relativ einfach auch wieder abzumachen. Ich mache es im Prinzip hier auf an dem Hebel, hier öffne ich es, drücke diesen Knopf und kann das Ganze nach vorne rausziehen und kann es dann abmontieren und habe nur die kleine AK-Platte unter der Kamera, die ich eh immer unter der Kamera habe, damit ich normal Stativaufnahmen auch für die Fotografie machen kann. Bei einem normalen Fotothema werdet ihr jetzt sagen, hä, dann dreh doch einfach den Stativkopf zur Seite und mach dein Bild. Korrekt, mache ich auch so mit dem normalen Kugelkopf. Aber spätestens beim Fluidneiger, beim Video-Fluidneiger, da nutze ich die großen Köpfe von Benro. Ich bin da top zufrieden mit dieser Fluid-Lagerung, sowohl auf dem Einbeinstativ als auch auf dem großen, schweren BV6 Pro, also auf dem Videostativ. Da gibt es nicht mal eben 90 Grad Wechsel. Das funktioniert nicht. Da muss ich irgendwas mit der Kamera machen. Wie gesagt, Z6 und Z7, die ja nur das Klappdisplay haben, nutze ich den L-Winkel. Aber hier mit dem Genialen, und ich liebe es, ich arbeite so gerne damit, gerade beim Filmen, auch als Gleitsichtbrillenträger, es ist so entspannend, das Display in die richtige Position zu bringen, um damit geile Videoaufnahmen zu machen. Ich brauche etwas zum Drehen. Das ist für mich die Lösung. Ist die handlich? Nein. Ist die schön? Nein. Ist die praktisch und macht genau das, was sie soll? Ja, zu 100%. Small Rig. Ich schreibe mal hier in den Untertitel rein, wie das Ding genau heißt. Ich mache auch noch mal ein paar Detailaufnahmen gleich davon und blende die mit ein. Ihr Lieben, sollte mal eine kurze
Info sein zum Thema Stativfreak bzw. Fotofuzzi, Videofuzzi, wie auch immer. Wie drehe ich eine Nikon mit Klappschwenkdisplay oder auch andere? Es passt übrigens auch an der Z6 und Z7, habe ich probiert, kann man also an allen benutzen. Ich brauche es an Z6 und Z7 nicht, ich brauche es nur hier, deswegen bleibt es auch an der Kamera so, wie es ist, dran. Ihr Lieben, wenn ihr Fragen habt, lasst es mich wissen. Bis bald. Ciao, ciao.